Herzlich willkommen bei Slevenstream Sport. Wir spielen den F1 Manager 22. Heute der große Preis von Amerika. Und wir gehen auf Startplatz 3 ins Rennen mit Bottas. Der hat natürlich davon profitiert, dass einige Profis eine Gridstrafe bekommen haben. Ansonsten wäre er, glaube ich, auf der 6 gestartet. Also er hat ein Top-Qualifying abgeliefert tatsächlich. Ganz anders Oscar Piastri, der ist in Q1 schon gescheitert. Wegen der Gridstrafen von anderen Fahrern ist er auf die 13 vorgesprungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Piastri müssen wir uns mit Blick auf nächste Saison Gedanken machen, ob wir ihn nicht ersetzen. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, weil er doch ein paar Punkte geholt hat. Aber sollten wir nächstes Jahr ein Top-Auto haben und um die WM vielleicht sogar mitfahren können, brauchen wir wahrscheinlich neben Bottas einen besseren Fahrer. So, jetzt müssen wir uns überlegen, mit welcher Strategie wir fahren. Wir wissen ja aus dem letzten Jahr noch, dass in Amerika die Reifen ziemlich schnell abgenutzt werden. Das heißt also, man muss auf jeden Fall zweimal stoppen, nicht einmal. Die Frage ist jetzt natürlich, mit welcher Strategie gehen wir rein. Gerade bei Piastri bin ich mir da noch nicht ganz sicher. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wir auch gelb-gelb-weiß fahren. Ich glaube fast, dass wir das bei Piastri machen. Wir haben nämlich die gelben Reifen geschont. Die sind nicht zu 100% fit. Hier, die im zweiten sind, aber die sind fast frisch sozusagen. Wir haben nur zwei Runden auf dem Buckel. Die haben wir im Qualifying kurz gefahren. Aber wir haben die bewusst gespart, weil wir wussten, in Amerika musst du ein bisschen die Reifen schonen. Und dementsprechend gehen wir das jetzt so auch an. Ich würde sagen, mit ihm fahren wir gelb, gelb, weiß. Bei Bottas können wir rot, weiß, gelb riskieren. Wir machen das, weil wir am Anfang natürlich mit Bottas dranbleiben wollen und in der Mitte dann einen längeren Stint sehen, weil wir da sowieso DRS bekommen sollten durch das Mittelfeld, wenn wir früh reingehen, also quasi einen Undercut machen. Schauen wir mal, so früh, so weit vorne Bottas, das ist natürlich geil. Ich hoffe jetzt, dass er auch das entsprechende Resultat einfahren kann. Er scheint auf jeden Fall direkt mal anzugreifen und sich Platz 2 zu holen, wenn ich das richtig sehe. Wo ist Sainz? Ne, der kommt jetzt hier innen rein. Ja, den dürften wir kriegen, denn jetzt kommt ja die Kurve. Jawohl, Bottas holt sich direkt mal Platz 2 hinter Perez. Es ist gar nicht Verstappen. Verstappen ist letzter tatsächlich. Also Red Bull ist gerade erster und letzter, auch interessant. Und dann würde ich sagen, schalten wir sofort bei den Reifen zurück bei beiden. Denn wir müssen wirklich Reifen schonen. Ich sag's euch, wir können jetzt nicht 2-3 Runden Vollgas geben. Das ist hier in Amerika am Ende das Zünglein an der Waage, wie die Reifen geschont wurden. Und deswegen schalten wir jetzt bei beiden schon auf gelb zurück. Wie sieht es bei Piastri aus? Der ist noch auf der 13. Ja, hat hier zumindest verteidigen können gegen Albon. Steckt jetzt hinter Norris und Magnussen fest. Wäre natürlich gut, wenn er vorkommen würde zu Leclerc. Aber auch hier, wie gesagt, müssen wir ein bisschen Reifen sparen. Die Konkurrenz fährt mit Rot und Weiß, Rot und Gelb los. Bin ich gespannt, wie die dann wechseln werden. Die werden auf jeden Fall auch zweimal reinkommen. Dürfte also ein sehr spannender Grand Prix werden. Vor allem, weil wir mit Bottas jemanden haben, der ganz, ganz vorne mitfährt. Und der sich jetzt sogar die Führung holt, Leute. Wir schalten sofort zurück, denn wir wollen es nicht übertreiben. Überall Mittelmaß. Es ist schon okay, wenn Perez, nicht Verstappen, uns wieder überholt. Wir überholen ihn wieder, alles klar. Also Bottas hat Bock heute. Heute heißt er Bockers. Auf jeden Fall hat er Bock und ich lasse das jetzt hier bei den mittelmäßigen Einstellungen. Der wird gleich vorbeifahren, der Perez, das tut er jetzt. Und dann fahren wir hoffentlich mit diesen Einstellungen mit Perez im DRS-Fenster nachher mit. Und dann haben wir mit Bottas auf jeden Fall Chancen, heute aufs Podium zu fahren. Auch weil natürlich, wir sehen es hier, die Aston Martins auf 6 und 7 liegen. Also da kann es durchaus sein, dass wir ein paar Bremsen im vorderen Teil des Feldes haben und dass das Bottas natürlich absolut zugute kommt, ist klar. Wir schreiben die 6. Runde und Valtteri Bottas führt tatsächlich diesen Grand Prix an. Vor Sainz, Perez, Joe, Gasly und Leclerc. Danach, also nach diesen 6 Autos, die wir hier sehen können, ist eine kleine Lücke aufgegangen zu Vettel. Es gibt ständig Überholmanöver. Ich lasse euch jetzt mal eine Runde mit dem Fahrerfeld vorne alleine. Wir sehen, Sainz übernimmt die Führung. Denn ich finde, die Kameraführung hier in Amerika ist wirklich richtig gut anzusehen. Ferrari rückt um eine Position vor. Thank you.
Also ich finde, das sieht wirklich geil aus. Kann man sich wirklich anschauen. Die Top 6 vorneweg. Ich denke mal, da wird es auch keinen Tausch mehr geben mit der Gruppe dahinter. Also die Top 6 für Bottas sind auf jeden Fall sicher gebucht. Piastri tut sich schwer, ist auf die 12 vorgefahren. Liegt aber daran, dass Stroll einen Unfall hatte. Auch sehr, sehr bitter für den Aston Martin Profi, der ja auch in der ersten Gruppe war und dann einen Dreher hatte. Jetzt ist er 20. und letzter. Verstappen hat sich vorgearbeitet auf die 18. Leclerc, wie gesagt, mittlerweile vorgearbeitet auf die 5. Das ist richtig stark. Bei Piastri wird es schwierig. Wir müssen jetzt Stück für Stück schauen, dass wir uns nach vorne arbeiten. Aber bei ihm ist ganz klar, maximal möglich ist Platz 7. Sie haben einen Platz gut gemacht. So, die ersten Autos fahren jetzt schon in die Box tatsächlich. Das ist für uns natürlich das Zeichen, jetzt Vollgas zu geben. Piastri tut sich ein bisschen schwer gerade mit dem ERS, aber er bleibt noch dran. Hat sich vorgearbeitet, jetzt nicht nur, weil die Leute natürlich in der Box waren, sondern er hat auch einige tatsächlich auf der Straße überholt. Zum Beispiel Albon, zum Beispiel auch Norris und Magnussen. Also die hat er sich selbst geschnappt. Jetzt ist er hinter Tsunoda dran, muss aber erstmal ein bisschen ERS sparen. Ja, und Bottas gibt jetzt Vollgas, der hat nämlich jetzt freie Bahn wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leclerc macht hier den besten Eindruck. Ich glaube, dass der dieses Rennen gewinnen wird. Der ist jetzt schon in der Box. Wir wollen natürlich schauen, dass wir an Leclerc dranbleiben können. Deswegen müssen wir jetzt Vollgas geben. Ich würde sagen, zwei Runden absolut Vollgas. Und dann gehen wir auch in die Box mit Bottas. Und dann sollten wir es locker schaffen, mit Weiß und Gelb dann durchzufahren. Ich bin sehr gespannt, auf welche Reifen die Konkurrenz wechselt. Also vor allem Leclerc, der ist auf die Mediums gegangen. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob es schlau ist von uns, auch auf die, beziehungsweise auf die Weißen zu gehen und nicht auch auf die Mediums. Denn wir wollen ja mit Leclerc dann mitfahren. Könnte natürlich auch eine entscheidende Strategie von uns sein, dass wir sagen, wir fahren mit den Weißen erstmal mit und im letzten Stint überholen wir dann mit den Gelben. Ich glaube, das gefällt mir. Deswegen belassen wir die Strategie jetzt so, wie sie ist. Piastri muss sich ein bisschen ausruhen hinter Tsunoda, bisschen ERS sparen und dann werden wir gleich sehen, ob Tsunoda vielleicht sogar auch in die Box kommt. Der fährt nochmal weiter eine Runde, das ist gut, dann fahren wir auf jeden Fall auch mit den Einstellungen weiter, denn dann bekommen wir ja weiterhin DRS. Und ich denke, Piastri arbeitet sich gut nach vorne. Ich glaube, Platz 7 ist möglich. Dazu muss er natürlich Tsunoda und Vettel irgendwann hinter sich lassen. Denn die ja in die Box gekommen sind, die werden ja auf jeden Fall ihn wieder überholen. Und ich glaube, auch Ricciardo müsste er noch schnappen. Dann wäre P7 machbar für Piastri. Ja, und Bottas fährt um den Sieg, muss man ganz deutlich sagen. Das könnte tatsächlich unser erster großer Grand Prix-Sieg werden. Bottas fährt jetzt also in die Box, lässt Sainz und Perez alleine und jetzt ist die Frage, schaffen wir es bei Leclerc rauszukommen? Ansonsten würden wir ziemlich im Niemandsland landen und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Wir müssen auf jeden Fall das DRS von Leclerc bekommen. Wo ist Leclerc? Der ist jetzt bei Startziel. Ich glaube, dass das funktioniert. Der müsste hier jetzt rechts gleich vorbei brausen. Hier ist er. Das könnte funktionieren, aber auch wenn er natürlich sehr, sehr schnell ist jetzt, der Leclerc. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein, zwei Runden Vollgas geben, um da an Leclerc dran zu kommen. Oh, das wird eng. Das wird eng. Das wird jetzt eine ganz, ganz entscheidende Kiste. 1,7 Sekunden Rückstand, 1,9 Sekunden Rückstand. Ja, wir sind vielleicht eine Runde zu lang draußen geblieben. Wir müssen schauen, dass wir diese Lücke schließen können. Oder wenn Sainz und Perez in die Box fahren, dass wir mit den beiden dann mitfahren im Windschatten. Das kann auch gut sein. Aber so oder so müssen wir jetzt Vollgas geben, damit wir hier nicht weiter wertvolle Zeit verlieren. Also an Leclerc kommen wir mit eigenen Kräften nicht heran, aber wir sehen es, Perez ist in die Box gefahren, Sainz noch nicht und Perez ist jetzt unsere große Chance. Wir müssen jetzt das DRS von Perez bekommen. Ansonsten ist für Bottas das Podium weg, das muss man ganz klar sagen. Also wenn Perez jetzt zwischen Leclerc und Bottas rauskommt, wäre das optimal. Wo ist Perez? Fährt jetzt gerade raus aus der Box, das sollte für uns eigentlich klappen. Da ist Perez, jawohl, das sieht gut aus. Jawohl, perfekt, wir sind im Windschatten von Perez. Das hat optimal funktioniert, jetzt können wir hier wieder runterschalten. Optimal, mit Perez müssen wir jetzt schauen, dass wir mitfahren können. Was hat er für Reifen? Er hat auch die Mediums geholt. Also, das heißt, die werden im letzten Stint wahrscheinlich die harten Reifen nehmen müssen. Die haben wir jetzt schon, das heißt, wenn wir jetzt mithalten können, haben wir dann im letzten Stint den Vorteil, dass wir Gelb gegen Weiß haben. Aber ganz klare Devise ist, an Perez dranbleiben. Sainz wird wahrscheinlich jetzt gleich reinkommen. Und dann ebenfalls bei uns in der Gruppe mit Perez und Bottas landen. Und Piastri ist mittlerweile auf der 3.
Also der könnte sogar gleich eine Führungsrunde haben, denn der hat sich schön vorgearbeitet. Wir geben mit ihm jetzt natürlich auch richtig Vollgas, weil wir rankommen wollten an Ricciardo und genau das haben wir geschafft. Mit ihm fahren wir jetzt noch ein bisschen mit, solange das möglich ist. Und dann ist das Ziel, irgendwann in die Box zu fahren und die Gruppe, die uns gebremst hat, ja, hinter uns zu lassen durch den Boxenstopp. Jetzt ist es auch soweit bei Piastri. Er kommt in die Box und jetzt bin ich mega gespannt, wo der rauskommt. Ob es gelungen ist, ein paar der langsamen Autos zu überholen mit dieser Strategie. Schauen wir mal. Vettel wäre hier. Der ist jetzt Startziel. Diese riesige Gruppe. Da wollen wir jetzt nicht hinter die komplette Gruppe zurückfallen. Und das passiert uns, glaube ich, auch nicht. Perfekt. Wir haben die Gruppe überholt. Schaut euch das an. Wir haben die Gruppe jetzt komplett überholt. Das ist unglaublich. Wir sind immer noch vor Verstappen, sind hinter Joe, haben DRS. Das ist perfekt. Das heißt, wir kämpfen mit Piastri definitiv um Platz 7. Und Bottas muss dranbleiben an Perez und Sainz. Ich glaube, Leclerc ist der Sieg nicht zu nehmen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der fährt ein unfassbar gutes Rennen. Aber dahinter geht's gegen Sainz und Perez für Bottas um das Podium. Und für Piastri sieht es auch gut aus, denn der hat jetzt das DRS von Joe, hat die Gruppe, die langsam waren, hinter sich gelassen und kann jetzt gemütlich mit Joe mitfahren. Und am Ende, ja, fährt er auf jeden Fall mindestens um Platz 7. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Zeitabstände sind. Also Ricciardo, Magnussen und Alonso müssen ja noch in die Box. Ich glaube, die lassen wir hinter uns, dann würden wir 3 Plätze aufholen. Dann wären wir sogar auf der 6 und könnten Joe überholen und Fünfter werden. Also da haben sich einige verpokert mit den Boxenstopps. Wir hingegen nicht. Wir haben eigentlich mit beiden Fahrern das Optimum für uns rausgeholt. Gerade ist Valtteri Bottas die schnellste Rennrunde gefahren. Insgesamt muss man aber sagen, fällt es ihm schon schwer dran zu bleiben an Sainz und Perez. Unser Glück ist, dass die beiden sich ständig gegenseitig bekriegen und dadurch immer wieder ein bisschen Zeit verlieren. Aber wir müssen auch sagen, ja, es droht Gefahr von hinten, würde ich mal ja, vermuten. Verstappen macht sich nämlich auf den Weg nach vorne, ist jetzt schon Siebter, fährt jetzt gleich auf zu Piastri, bringt damit den ganzen Zug hinter sich mit. Das gefällt uns natürlich gar nicht, denn wir haben es mit Piastri schon geschafft, die ganze Gruppe abzuhängen, sind aber nicht an Hamilton dran geblieben. Das ist unser kleines Problem. Also Piastri ist jetzt ein bisschen im Niemandsland angekommen. Ich würde sagen, ich spare mit Piastri jetzt ein bisschen ERS, denn Verstappen kommt jetzt angeschossen und wenn der an uns vorbeigefahren ist, versuchen wir, uns mit Piastri an Verstappen dran zu hängen. Bei Bottas ist die Devise klar, einfach bei Perez und Sainz dabei bleiben, bis wir auf die gelben Reifen wechseln und dann im letzten Renndrittel schön das Podium angreifen. Achtundzwanzig Runden haben wir gleich hinter uns gebracht und damit ist die Halbzeit des Grand Prix der USA ja auch hinter uns. Ihr seht, Leclerc führt mit 3 Sekunden. Wir sind immer noch mit Bottas in der Gruppe mit Perez und Sainz. Hinten, ja, droht langsam ein bisschen Gefahr. Hamilton und vor allem Verstappen kommen nämlich näher. Wir sehen das auch gleich. Jetzt im Hintergrund werden sie um die Kurve kommen. Hier sind sie, die beiden. Die kommen näher. Kann durchaus sein, dass die zum Trio im Laufe der zweiten Halbzeit hier aufschließen werden. Dann haben wir einen Abstand von 12 Sekunden. Also, ihr seht es, wir haben es mit Piastri nicht geschafft, mitzufahren mit Verstappen. Gar keine Chance. Unter anderem auch, weil wir die Reifen schonen müssen. Das zeige ich euch gleich. Wir sehen es auch. Wir fliegen jetzt innerhalb dieser Gruppe Stück für Stück zurück. Und es wird schwer, mit Piastri wahrscheinlich in die Punkte zu kommen. Also, wir haben kurzzeitig mal von Platz 5 geträumt. Dann haben wir von Platz 7 geträumt, weil wir gemerkt haben, Hamilton und Verstappen, da können wir nicht mitfahren. Dann mittlerweile müssen wir sagen, träumen wir schon fast von Punkten. Denn was wir natürlich unterschätzt haben, ist, dass wir gebrauchte gelbe Reifen aufgezogen haben und da jetzt echt reifenschonend fahren müssen, damit wir es überhaupt zum Boxenstopp-Fenster schaffen. Und früher reinkommen geht eigentlich nicht, weil dann schaffen wir es mit den Weißen nicht wirklich durch. Also wir müssen hier ein bisschen schonend fahren, aber ich glaube, so schlimm ist es nicht. Solange wir in der Gruppe mit Vettel bleiben und immer ein bisschen DRS bekommen, werden wir, glaube ich, Chancen auf Punkte haben. Und der Fokus liegt sowieso auf Bottas. Da müssen wir jede Runde ein bisschen rumschalten. Der Feintuning ist da gefragt, denn wir wollen ja auf jeden Fall in dieser Gruppe dabei bleiben. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt den Vorsprung 1 Sekunde ausgebaut. Denn Hamilton und Verstappen liegen jetzt plötzlich 5 Sekunden zurück. Also da hinten scheinen sie auch um die um die Plätze hart zu kämpfen, sodass wir uns da vorne noch halten können. Runde 30, Leclerc und Perez fahren in die Box. Sainz und Bottas bleiben draußen. Wir müssen jetzt natürlich darauf achten, dass wir mit Bottas an Sainz draußen dranbleiben. Und wenn
Sainz reinfährt, haben wir kein DRS mehr, dann müssen wir Vollgas geben. Wir sehen es, unglaublich viele Fahrzeuge fahren jetzt in die Box. Mit Piastri haben wir jetzt kein DRS mehr. Das ist unglücklich. Das ist richtig unglücklich gelaufen, dass wir jetzt mit Piastri das DRS verloren haben. Wir fahren mit Piastri nämlich jetzt die letzte Runde, bevor auch wir reingehen in die Box. Da müssen wir jetzt eine Runde Vollgas geben, denn ansonsten verlieren wir hier zu viel Zeit und am Ende auch zu viele Plätze innerhalb dieser Gruppe. Aber wichtig ist jetzt mit Bottas an Sainz dran zu bleiben. Ich glaube ehrlich gesagt, Sainz wird gleich auch reinfahren. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, denn dann werden wir Vollgas geben mit Bottas, bis wir mit Bottas reinfahren. Und dann wechseln wir auf die gelben Reifen und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was möglich ist. Ich habe hier nämlich ein bisschen Reifen gespart mit Bottas. Man sieht das ein kleines bisschen. Wir können jetzt wieder ein bisschen schneller fahren. Wir können hier auch ruhig ein bisschen früher reinkommen. Eine Runde vielleicht. Aber viel nicht. Also höchstens eine Runde früher. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Verstappen kommt, wie gesagt, näher. Aber im Großen und Ganzen läuft das Ganze wirklich gut. Bottas kann noch eine Weile draußen bleiben. Und wenn er reinkommt und dann wieder rauskommt, hoffentlich kommt er wieder raus, dann wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, ob wir dranbleiben können an Sainz und Perez oder ob die uns abhängen, weil sie früher in die Box gekommen sind. Wie angekündigt, jetzt fährt auch Sainz rein und damit hat Bottas die ein oder andere Führungsrunde und da werden wir natürlich jetzt ordentlich schnell fahren. So, Piastri, ganz kurz Pause drücken, denn Piastri muss ja in die Box, das dürfen wir auf gar keinen Fall verpassen. Er wechselt jetzt auf die harten Reifen und wird dann durchfahren. Das wird uns einigermaßen gut gelingen, würde ich sagen. Wir haben jetzt eine schnelle Runde hingelegt und ich hoffe jetzt, dass er an einem einigermaßen passablen Punkt dann aus der Box wieder rauskommt. Das werden wir jetzt gleich zu sehen bekommen. Wir fahren rein, gemeinsam mit Tsunoda, das ist gut, denn im schlimmsten Fall können wir uns dann an Tsunoda dranhängen, auch wenn wir natürlich nicht an einem Aston Martin hinten dranhängen wollen, ehrlich gesagt. Also wir wollen schon gerne ein Auto haben, das ein bisschen schneller ist, aber Tsunoda hat schneller geboxt als wir. Und damit fährt er ernsthaft an uns vorbei in der Box. Das ist eine Frechheit. So, und wo kommen wir jetzt raus mit Piastri? Wir haben auf jeden Fall Zeit verloren. Vettel ist längst vorbei. Joe ist längst vorbei. Oh ja, das ist nicht gut gelaufen scheinbar. Piastri ist jetzt zurückgefallen. Wir drücken mal ganz kurz Pause. Das müssen wir analysieren. Wir waren in der Gruppe mit Vettel. Wir müssen Ricciardo, Norris und Magnussen ignorieren, denn die kommen auf jeden Fall nochmal rein. Genauso wie Schumacher und wie Alonso. Also die ignorieren wir jetzt mal. Vettel war eigentlich unser Ziel. Vettel ist eigentlich der Punkt, wo wir hin müssen. Und das sehen wir, zwischen Ocon und Joe ist ein Abstand von 2,5 Sekunden. Und wir haben auch eine Sekunde Rückstand auf Tsunoda. Also wenn Piastri nochmal Richtung Platz 7 schielen möchte in diesem Rennen, dann muss er irgendwie schauen, dass er die Lücke zu Vettel schließen kann. Und das wird relativ schwierig, denn wir können mit den weißen Reifen nicht wirklich pushen. Da haben wir nicht wirklich viel Spielraum. Also das wird schwierig mit Piastri. Bei Bottas läuft es gut. Immer der gleiche Satz, bei Bottas läuft es gut, muss man sagen, bei diesem Grand Prix. Wir geben jetzt Vollgas noch ein paar Runden, bis wir in die Box kommen. Und dann bin ich gespannt, ob wir in der gleichen Gruppe wieder rauskommen mit Sainz und Perez und ob wir dann den Vorteil der gelben Reifen nutzen können. In Runde 37 kommt Valtteri Bottas zu seinem letzten Boxenstopp und ich glaube, dass das nicht ganz so gut aufgeht, was wir uns da erhofft haben. Wir haben nämlich nur noch 14 Sekunden Vorsprung auf Sainz und Perez, 15 auf Verstappen. Ja, und ein Boxenstopp wird länger dauern, das heißt, wir werden auf jeden Fall zurückfallen hinter die beiden, eben Perez und Sainz. Ich glaube, dass wir da eher hinter Verstappen auch noch rauskommen, also das wird vermutlich für uns nicht ganz so gut enden, wie wir uns das gewünscht haben. Wir werden wahrscheinlich auch hinter Alonso rauskommen, das macht aber nichts, weil der nochmal rein muss. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir es schaffen, bei Hamilton ins DRS-Fenster zu kommen, denn ansonsten sind wir komplett im Nirgendwo und werden das restliche Rennen über kein DRS mehr bekommen. Da bringen uns dann die gelben Reifen auch nicht mehr viel. Also wir sind natürlich schneller auf den neuen gelben als jetzt die Kollegen bei den angefahrenen harten. Aber ja, wir schauen mal Sainz, wo ist er aktuell? Startziel schon mit Verstappen gemeinsam. Also die brausen da hier locker an uns vorbei, die drei. Das ist super bitter. Wir sind hier, kommen vor Alonso raus. Oh, so weit weg sind wir gar nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, da ist Hamilton. Sehr gut. So, klare Strategie jetzt natürlich, Vollgas. Wir müssen ins DRS-Fenster von Hamilton. Ich glaube, da sind wir ja sozusagen schon drin. Ja, da sind wir schon drin, das ist optimal.
Und da würde ich jetzt sagen, fahren wir mit Hamilton mit. Vielleicht bringt uns Hamilton wieder ran an die Gruppe um Perez, Verstappen und Sainz. Das würde ich nicht ausschließen. Das ist jetzt das große Ziel. Wie gesagt, Alonso könnt ihr ignorieren. Der wird nochmal in die Box kommen. Heißt also, Platz 6 mit Bottas haben wir sicher. Wir müssen jetzt allerdings mal schauen, dass wir das DRS nicht gleich wieder verlieren. Von Hamilton, aber ich glaube, das dürfen wir hier jetzt kriegen. In der Geraden, jawohl. Und ja, das ist jetzt das Ziel, wie gesagt, Alonso ignorieren, mit Hamilton zusammen vorfahren. Wenn uns das nicht gelingt, kämpfen wir gegen Hamilton immerhin um Platz 5. Also das traue ich uns auf jeden Fall zu, dass wir mit Bottas Fünfter werden. Das ist jetzt das Minimalziel, Platz 5. Und bei Piastri seht ihr schon, da hat es wirklich überhaupt nicht geklappt. Wir sind hinter alle zurückgefallen. Die sind alle auch schon drin gewesen, bis auf die Fahrer hier vorne. Ich weiß nicht, ob die noch hinter uns zurückfallen. Aber wir sind in dieser gesamten Gruppe jetzt Letzter. Also wir haben aufholen können mit der Gruppe ein bisschen auf Vettel und Joe. Aber insgesamt sind wir ganz hinten in dieser Gruppe und unsere einzige Strategie kann jetzt bloß lauten, ja, da ein bisschen ausruhen, ein bisschen ERS auch noch sparen, ein bisschen Benzin sparen. Und wenn es Richtung letztes Renndrittel gehen, dann müssen wir versuchen, vorbeizukommen an diesen Gruppen, an diesen Fahrern in dieser Gruppe. Stück für Stück uns vorarbeiten, denn letztendlich ist Tsunoda auch bloß 13. Aber wenn Norris, Magnus und Ricciardo reinkommen, Norris geht jetzt rein, dann bin ich gespannt, ob wir da mit Piastri vorbeikommen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Müssten wir eigentlich, denn wir sind jetzt schon Startziel. Dann werden wir 3 Plätze gut machen, dann sind wir quasi schon 15. Und Tsunoda ist dann quasi 10. Dann geht es trotzdem noch um den Punkt in dieser Gruppe. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wo ist Norris? Der fährt jetzt erst raus, der wird also hinter uns zurückfallen und auch kein DRS bekommen. Also Norris wird da ganz große Probleme haben. Russell hingegen wird in unsere Gruppe noch aufschließen können. Und ja, vielleicht können wir mit ihm gemeinsam dann Stück für Stück nach vorne fahren und hoffen, dass wir da noch ein Wörtchen mitreden können, um wenigstens einen Punkt. Aber der Fokus, wie gesagt, liegt auf Bottas. Der muss jetzt dranbleiben an Hamilton. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Hamilton gute Karten hat, da nochmal vorzukommen. Valtteri Bottas bleibt weiterhin tapfer an Lewis Hamilton dran. Wir kämpfen also gegen Hamilton um Platz 5. Der Rückstand auf Perez und Sainz beträgt 10 Sekunden. Und die haben wiederum 10 Sekunden Rückstand. Und das finde ich echt bemerkenswert. Auf Verstappen und Leclerc. Also der Verstappen hat alles aufgeholt vom letzten Platz bis Platz 1. Jetzt kämpft er gegen Leclerc um den Sieg. Unglaublich, wie der Perez und Sainz noch abgehängt hat. Unglaublich. Also Verstappen und Leclerc, definitiv die beiden Besten hier an diesem Tag. Perez und Sainz werden das Podium dann unter sich ausmachen. Der andere wird Vierter, leider nicht aufs Podium können. Und wir kämpfen gegen Hamilton um Platz 5. Ich glaube, mehr war nicht drin, nachdem wir ja mit Perez und Sainz letztendlich im DRS-Fenster nach dem zweiten Stop nicht mitfahren konnten. So, wie sieht es bei Piastri aus? Dort ist es leider noch trauriger, denn der wird am Ende keine Chance haben, in die Punkte zu kommen. Die Reifen machen einfach nicht mit. Wir haben ganz lange versucht, mit der Einstellung leicht die Reifen zu schonen, aber es wird nichts werden. Wir haben jetzt 27% nur noch und es sind ja noch 3 Runden für ihn. Also die Punkte werden nichts werden, schade. Selbst wenn wir jetzt noch 40% Reifen hätten, glaube ich, wäre es schwierig geworden, denn wir hätten so viele Autos noch überholen müssen. Und da ist zum Beispiel auch ein Russell dabei, da ist ein Gasly dabei, wirklich sehr, sehr schnelle Autos. Also das war nicht drin für Piastri, das unterstreicht einmal mehr, dass er wahrscheinlich für nächste Saison nicht mehr der richtige Fahrer für uns ist, wenn wir da ganz oben angreifen wollen. Denn Piastri ist zwar ein Talent, aber wenn wir wirklich um die KWM mitfahren wollen und sogar um die Fahrermeisterschaft, dann brauchen wir neben Bottas einen weiteren richtig guten Fahrer, der einfach auch mal in der Lage ist, mit Hamilton mitzufahren oder bei dem ein oder anderen Rennen aufs Podium zu kommen. So, was geht für Bottas jetzt noch bei diesem Rennen? Wir bleiben natürlich dran. Wir haben das ERS komplett aufgeladen. Wir haben ordentlich Benzin. Das müssen wir jetzt sogar mal ein bisschen raushauen, damit wir da nicht so schwer sind am Rennende. Ja, und wir sparen auch hier ein bisschen Reifen. Also 36% haben wir noch. 2 Runden sind noch zu fahren. Wir werden auf jeden Fall erst in der letzten Runde angreifen. Deswegen würde ich hier eigentlich gern runtergehen, aber das möchte ich gleichzeitig auch nicht, weil ich natürlich keine Lust habe, dass das Auto zu schwer wird. Also buttern wir jetzt einfach rein. Und sollten wir Hamilton jetzt schon überholen, haben wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir hängen ihn bis zur nächsten DRS-Zone über eine Sekunde ab, sodass wir ihn wirklich komplett abhängen. Das traue ich uns tatsächlich zu, denn wir dürfen nicht vergessen, Hamilton hat 34% und die harten Reifen, also der wird da noch ordentlich eingehen. So schlecht, wie es Piastri geht mit seinen 24%, so schlecht geht es aber tatsächlich niemandem. Joe ist bei 28%.
Also der hat auch Probleme, der wird wahrscheinlich mit Vettel jetzt gleich nicht mehr mitkommen. 0,3 Sekunden Rückstand, also mit seinem Teamkollegen. Bin ich mal gespannt, ob er mitfahren kann. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir werden sehen. Bei Bottas haben wir es wirklich perfekt getimed, was den Verschleiß angeht. Also der wird dadurch, dass er ein bisschen geschont hat. Oh, was ist jetzt passiert? Überholen fehlgeschlagen stand da. Oh, ich dachte schon, er ist ausgeschieden. Ich dachte gerade, Bottas ist gecrashed. Das wäre natürlich Chaos gewesen. So, letzte Runde für Leclerc. Das wird super spannend vorne zwischen Leclerc und Verstappen um den Sieg. Da gebe ich ehrlich gesagt Verstappen die besseren Chancen. Der ist von so weit hinten gekommen und hat die Lücke geschlossen. Das ist unfassbar, wie der Sainz und Perez abgehängt hat. Ich kann es jetzt noch nicht glauben. So, wir gehen in die letzte Runde. Das heißt für uns natürlich jetzt Vollgas. Die Reifen, die Reifen machen wirklich Probleme. Sektor 3, gelbe Flagge, interessiert uns jetzt nicht wirklich. Die Reifen machen Probleme. Wir werden es wirklich am Ende nicht schaffen, über 30% zu bleiben. Das ist wirklich krass. Wir geben jetzt auf jeden Fall Vollgas, was die anderen Einstellungen angeht. Und hier werden wir hochschalten, wenn wir in der zweiten Hälfte der Strecke sind. Denn wenn wir vorher hochschalten, dann werden wir zu früh unter die 30% fallen. Wo ist Hamilton? Der ist bei 32. Der wird es schaffen. Richtig gut getimed. So, wir sind bei 31, werden jetzt hochschalten auf Angreifen. Werden dann wahrscheinlich unter 30% fallen, aber es hilft nichts. Wir müssen ja versuchen, den Hamilton zu überholen. Verlieren können wir nichts mehr. 14,5 Sekunden Vorsprung auf Alonso. Da wird nichts passieren. Der ist auch komplett im Niemandsland unterwegs. Er hat 14,5 Sekunden Rückstand und 14,5 Sekunden Vorsprung. So, jetzt bin ich gespannt, ob die Reifen noch reichen, um zu überholen. Mit DRS müssen wir jetzt vorbei oder nie? Und das schaffen wir. Die Frage ist, können wir vorne bleiben? Bottas erobert Platz 5 in der letzten Runde. Das sieht gut aus. Direkt auch einen kleinen Abstand reingebracht zwischen sich und Hamilton. Also, Platz 5, glaube ich, ist gebucht. Da wird Hamilton nicht mehr antworten können. Der hat keine DRS-Zone mehr. Startziel. Da kommt die Linie einfach zu früh. Da wird er nicht mehr vorbeikommen. Da hat er keine Chance mehr. Nein, Bottas wird das Ding nach Hause bringen. Ganz stark. Fünfter Platz. Unser Finne ist einfach der Wahnsinn. So, Piastri, was können wir da noch machen? 20% nur noch beim Reifen, das ist natürlich super, super, super heftig. Wir geben mit ihm jetzt auch nochmal Gas, aber viel wird er nicht mehr erreichen können. Seht ihr, wir haben Hamilton fast abgehängt, eine Sekunde fast. Bottas wird Fünfter, ist drin, ganz, ganz stark mit 27% Reifen. Piastri versucht jetzt wenigstens noch an Schumacher vorbeizukommen. Aber ich glaube, selbst das wird ihm nicht gelingen, schauen wir mal. Aber klar, mit den Reifen kannst du nicht mehr viel machen. Aber trotzdem, 17. Platz. Ist natürlich mies. Aber wie gesagt, er kann einfach die Reifen nicht schonend behandeln. Und das ist natürlich sein ganz großes Problem. Da wird er bei solchen Rennen wie hier in Amerika natürlich immer Probleme bekommen. Trotzdem tolles Rennen für uns. 5. Platz für Bottas. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meiner Leistung. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Slevin streamt Sport. Und eventuell werden wir dann schon überlegen, wen wir als zweiten Fahrer neben Bottas verpflichten. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen. Und wieder einzuschalten. Bis zum nächsten Mal.